Auch wenn es sehr, sehr komisch klingt, das ist ein Knicklicht. Ein modernes Knicklicht. Ein Knicklicht, das irgendwie anders funktioniert. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, ob es auch etwas für dich ist und ja, warum ich der Meinung bin, dass die Teile gar nicht einmal so schlecht sind, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du mit dabei bist. Das hat mir der Massimo aus Italien zugeschickt. Und zwar, er hat gesagt, Reini, schau dir das mal an. Das nennt sich Flexi Light. Das ist von einer englischen Firma. Ja, das ist eigentlich zum Tauchen da, habe ich mir sagen lassen. Es gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich habe es jetzt hier einerseits in Weiß und ich habe es in Rot. Es ist in so einer Verpackung eigentlich ja, vorgesehen. Die kannst du natürlich auch runternehmen. Dann leuchtet es noch ein bisschen roter. Und das ist ein Knicklicht. Aber ein Knicklicht mit einem Schalter. Das bedeutet, ich kann jetzt umschalten. Ja, vorsichtig, es blinkt jetzt, also hätte ich dich jetzt warnen können. Da ist eine Batterie drin. Und dadurch hast du auch ein Knicklicht, das wie ein Knicklicht funktioniert. Also du hast einerseits einmal die Möglichkeit, es ja, als Strahler zu benutzen, wie du siehst. Ja. Aber ich zeige es dir dann nachher im Licht, im Hellen sozusagen. Du kannst es auch als Lampe verwenden, wie du siehst. Ja. Also die Teile sind gar nicht einmal so schlecht und haben natürlich Vor- und Nachteile. Und jetzt schauen wir uns an. Ja, jetzt wieder mit Licht. Die Teile sind recht lustig, wie ich meine. Und zwar, der Massimo hat mir geschrieben, dass die eigentlich fürs Tauchen gedacht sind. Northern Diver heißt die Firma und das sind die Flexi-Lights. Die kann man so hin und her biegen. Ja. Wie gesagt, gibt es jetzt auch in Licht und da gibt es auch was mit irgendwelchen anderen Farben und mit IR und da so Geschichten. Und ich habe mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass auch die Bundeswehr die einsetzt. Schauen wir es uns einmal an. Hier oben hast du zwei Löcher, das heißt, du kannst das und hier unten auch noch zwei, das heißt, man kann das auch am Mollestreifen drauf montieren. Super. Der große Vorteil bei dem Teil im Vergleich zu einem klassischen Knicklicht ist, ein Knicklicht, ich mache Knick, Klack und dann leuchtet es. 3 Stunden, 10 Stunden, 24 Stunden kommt drauf an. Ich kann es aber nicht mehr ausschalten. Einmal gebrochen ist das Knicklicht die ganze Zeit aktiv. Es gibt Situationen, wo das ja auch durchaus in Ordnung ist und sinnvoll ist und wo es keine Rolle spielt. Wir markieren zum Beispiel bei unseren Überlebenstrainings, wenn wir mit einer Gruppe unterwegs sind, die vielleicht ein bisschen unerfahrener ist, den Platz, wenn wir übernachten draußen, den Platz, wo die Trainer schlafen. Damit man gleich im dunklen Wald sieht, dort ist das Licht. Das heißt, dort muss ich mich hinbewegen, damit man Orientierung hat. Weißt du, wenn du jetzt im Dunkeln aufwachst, im Wald, vielleicht auch bedeckt ist, kein Mond scheint, nichts reinkommt von den Sternen, also kein Licht, und man wach wird, dann weiß man momentan vielleicht gar nicht, was los ist. Und dann ist sowas sehr, sehr praktisch. Und ich glaube, dass es auch im militärischen Bereich das sicherlich Anwendungsgebiete gibt. Gibt auch Anwendungsgebiet im Erste-Hilfe-Fall, damit man jetzt Plätze zum Beispiel markieren kann. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Der große Vorteil bei dem Teil hier ist, das kann ich wieder ausschalten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt Licht haben, du hast gesehen, ich kann es einerseits mal wirklich zum Markieren über dieses, da ist eine LED da eingebaut an der Stelle und das leuchtet dann hier nach vor, das ist irgendwie so ein Kunststoffteil und das leuchtet aber auch da raus, das heißt, ich kann es auch als Nottaschenlampe verwenden. Aber auf jeden Fall, es leuchtet jetzt und jetzt sage ich, ich brauche das nicht mehr. Das heißt, ich habe ein Knicklicht auch vielleicht nur 3 Minuten im Einsatz, drücke dann wieder drauf, hier wird es dann heller und bitte aufpassen, es blinkt jetzt dann gleich wieder. So. Und es ist wieder aus. Und es bleibt einsatzbereit, denn das nächste Mal drücke wieder drauf und die Sache läuft wieder. Gut, diese Knicklichter funktionieren natürlich elektrisch. Das bedeutet, hier ist eine Batterie eingebaut. Da komme ich aber nicht mehr dazu. Also es gibt keine Möglichkeit, da irgendwie das aufzumachen. Also ich habe es zumindest nicht gefunden. Wenn du einen Plan hast, dann erzähl mir das. Vielleicht kann man das aufschneiden. Dann ist es aber natürlich nicht mehr wasserdicht. Das ist nämlich hundertprozentig wasserdicht. Spielt alles keine Rolle. Aber das ist halt auch der Nachteil dabei. Es funktioniert elektrisch, da ist ein Mikrochip drinnen. Ist ganz einfach so. Ich habe mir sagen lassen, dass die viele, 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 viele Stunden leuchten. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Wir werden das nächstes Jahr bei den Trainings einsetzen und auch einmal wirklich eine ganze Nacht
leuchten lassen. Es steht hier jetzt auch nicht wirklich was drauf. Es steht, dass es bis auf 100 Meter Tiefe getestet wurde. Dual Mode und all diese Dinge. Aber es steht jetzt nicht drauf, wie lange die halten. Ich habe Berichte eben gelesen, dass die über 20 Stunden leuchten sollen. Ich weiß es nicht. Kann es nicht beurteilen. Kann man sich sicherlich ausrechnen. Der Massimo schreibt mir nämlich auch, dass er eine konstante Beleuchtungsautonomie, wie er beschreibt, von 20 Stunden hat und in diesem Blinkmodus sogar 36 Stunden. Ich gehe mal davon aus, dass das korrekt ist. Der Punkt dabei ist, Massimo übrigens, Dankeschön für die Geschenke, das freut mich. Der Punkt dabei ist halt auch, alles was einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil. Ich bin mir jetzt natürlich im Klaren, dass ein klassisches Knicklicht, das ich knicke, auch Müll ist. Das ist auch Kunststoff, das ist auch fluoreszierendes Material drin. Da habe ich aber auch noch einmal Elektronik. Also ich glaube, ohne es jetzt wirklich zu wissen, ist eine Mutmaßung, eine böse Mutmaßung, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass das jetzt abfallmäßig vielleicht ein bisschen mehr macht. Auf der anderen Seite hat das einen riesen Vorteil. Ich kann es mehrfach benutzen. Ja, ich kann es wirklich mehrfach benutzen. Es kostet natürlich auch mehr. Ich gebe da unten den Link zu den Knicklichten bei mir im Shop, ist ganz klar. Ja. Wir haben die jetzt nicht, da kommen wir dann gleich dazu. Und ich gebe dir den Link auf Amazon, dort gibt es das. Ich wollte die aus England von der Firma Northern Diver holen. Leider sind die Briten nicht mehr in der Europäischen Union. Super gemacht, Brexit. Nein, ist mir egal, was soll ich tun. Punkt dabei ist, wenn ich den Preis auf Amazon sehe, und auch da kriege ich ja immer wieder Kritik. Ich habe vor ein paar Tagen ein böses E-Mail gekriegt, dass ich der größte Halsabschneider aller Zeiten bin. Ja, wenn du das so siehst, ist das okay. Ja, sagt mehr über dich aus, lieber Kommentator, als über mich. Wenn die mir das um 10 Euro anbieten und dann muss ich es mir auch noch herschicken lassen, also um 9 Euro, Entschuldigung, ja, um 9 Euro anbieten, dann muss ich es mir aber noch von denen abholen. Es sind die Versandkosten nicht dabei, dann Einfuhrumsatzsteuer, die ich aber wieder zurückkriege und dann muss man so Zoll zahlen und lauter so Sperrenzchen. Und die Teile kosten aktuell bei Amazon, jetzt gerade habe ich vorher nachgeschaut, 15 Euro. Dann muss ich auf jeden Fall 20 Euro dafür verlangen und ich habe mal gedacht, das macht einfach keinen Sinn. Kauft er das zum Beispiel auf Amazon, dort gibt es die, oder es gibt vielleicht auch andere Händler, die diese Teile hier anbieten, wenn dich das interessiert. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, es ist nicht schlecht. Ich hätte die gerne im Shop, weil ich echt angefixt bin davon, weil durch das Drücken des Knopfes, ich habe das Licht und ich kann es dann nachher, gibt auch diesen starken Modus, der Massimo hat mir jetzt nicht reingeschrieben, bei welchen die 20 Stunden sind, ist jetzt aber auch egal. Ich kann es wieder ausschalten und gebe es wieder in meinen Rucksack hinein und setze es das nächste Mal wieder ein. Und wenn ich es wirklich die ganze Nacht durchbrennen lasse und die 20 Stunden um sind zum Beispiel, es wären jetzt zum Beispiel zwei Nächte durchbrennen lassen, dann muss ich es wegwerfen, ist aber beim Knicklicht genau dasselbe. Ich kann sie jetzt ohne sie getestet zu haben, aber das werde ich tun. Ich werde auch eine Langzeiterfahrung dann machen. Wir werden es nächstes Jahr bei den Survival Trainings intensiv einsetzen. Aber ich finde die Idee großartig und jetzt bist du dran. Hast du die? Was ist deine Erfahrung damit? Stimmt das, dass die bei der Bundeswehr eingesetzt werden? Schreib mal ein bisschen was dazu. Siehst du die Nach- und Vorteile genauso wie ich? Wird mir irrsinnig taugen. So, was machst du? Daumen nach oben oder nach unten? Billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link in meinen Shop. Auch zu meiner liebsten EDC-Lampe. Und zwar der Phoenix. Ui, die muss ich wieder aufladen. Hast du gesehen? Die gibt gleich die Power weg. Ah, wurscht. Abo da lassen, ein paar andere Videos. Schau auch auf Waldurlaub vorbei. Da kann man die Teile auch brauchen. Dann Rainer Rossmann und ciao, ciao.